So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Ghostbusters Spirits Unleashed, einem neuen Spiel im Epic Games Store. Ihr seht auch links oben dieses Werbevideo, Teil der Epic Games Store Jahreskampagne oder Epic Games Jahreskampagne. Und solltet ihr am Ende des Videos sagen, boah, das Spiel war ja mega geil, ich brauche das unbedingt, dann geht gerne auf den Link in der Videobeschreibung, kauft das Spiel im Epic Games Store und benutzt auch gerne meinen Creator Code Hand of Blood, auch generell. Aber was ist das für ein Spiel? Also es ist erstmal ein Spiel, was im Grunde vielleicht am leichtesten oder am simpelsten jetzt erklärt für euch sehr ähnlich ist wie Dead by Daylight. Das heißt, es treten hier vier Spielende an gegen einen Geist. Aber die Power-Dynamik ist quasi eine andere hier. Und zwar wird der Geist wirklich gejagt und der Geist muss sich verpissen. Es gibt noch ein paar Mechanics. Die Ghostbusters, die Jäger, haben natürlich gewisse Instrumente, um den Geist aufzuspüren. Der Geist hat auch viel zu tun. Ich habe jetzt gerade hinter mir das ganze Tutorial, was sehr story-driven ist. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, nochmal neu anzumoderieren. Denn es gibt viele Charaktere hier, die erzählen meinem allen ganz viel Zeug, wo ich sage, ja, ich will einfach nur zocken, ihr kennt mich. Und jetzt wurden mir alle Geräte erklärt, alle Charaktere vorgestellt und jetzt sollen wir auf unsere erste Mission, müssen also Aufträge machen. Sehr gespannt. Man schaltet, also man levelt auch, schaltet neue Klamotten frei und so weiter. Also, wir sollen jetzt in ein Museum und da gibt es geisterhafte Aktivitäten. Das heißt, Kunstwerke fliegen von den Wänden, alte Artefakte gehen von negativer Energie nur so über und die Ausstellungsstücke erwachen regelrecht zum Leben. Okay. Wir sollen Hinweise auf den Ursprung des Spuks finden. Okay, schauen wir uns an. Auftrag starten. So, das heißt, ne, hier haben wir so unseren Hub. Da hinten ist auch unser krasses Gefährt. Hier draußen musste ich gerade trainieren mit meinen Waffen. Mit meinem Protonen-Laser-Geschoss, Digga. Und hier ist sogar Ray. Der hat mich übel zugetextet. Und oben ist quasi das Labor. Da ist so ein Dude, der heißt Eddie. Okay, Labortür ist zu. Und der hat einem auch ein Kotelett an die Backe gelabert. Der hat anscheinend dann technische Sachen und so am Start. Also ist auf jeden Fall sehr cool eingerichtet, sehr cool gemacht. Man wird sehr krass an die Hand genommen. Aber ich wollte jetzt einfach mit euch direkt mal reinstarten, Abfahrt. So, eigentlich kann man, ne, also man spielt es auch mit anderen Spielern, Spielerinnen. Und der Geist ist dann auch, ne? Also ich bin interessiert, wie man das jetzt so dann noch auswählt. Also noch bin ich, glaube ich, im Tutorial, wo einem alles erklärt wird. Da steht dann für E-Sport Henno. Naja, genau. Und da dachte ich mir, das nehmen wir jetzt mal mit. Willkommen im Whitestone Natur- und Wissenschaftsmuseum. Wir haben einen Anruf über einen frei herumspuckenden Geist erhalten. Die perfekte Gelegenheit für dich, das Geisterjagen zu lernen. Perfekt. Als Geisterjäger ist es dein Hauptziel, den Geist zu fangen, bevor er das ganze Gebäude mit Spuk befallen kann. Genau, geht also so ein bisschen auf Zeit. Ne? Oben haben wir eine Anzeige, Gebäudespuk in Prozent. Dazu fesselst du den Geist und ziehst ihn in eine offene Falle. Bevor du den Geist fangen kannst, musst du allerdings erst alle aktiven Rifts im Gebäude finden. Das sind so Artefakte. Und zerstören. Rifts ermöglichen es dem Geist, sich nach seiner Gefangennahme neu zu manifestieren. Werden dann aber auch zerstört. Gibt davon drei Stück, glaube ich. Du kannst den Geist erst dann vollständig fangen, wenn alle Rifts benutzt oder zerstört wurden. Finden wir also deinen ersten Rift. So. Genau. Wir haben hier den PKE-Meter. Das zeigt uns an, in welche Richtung wir uns bewegen müssen. Dann klappen die Arme aus. Das wird mir aber... Aha. Jetzt werden die Arme ausgeklappt. Ist es die Person hier? It's great you come all the way out here. Unterstützung. Everything is under control. Wait, did I just say is? You can count on me to help. Die Person hilft uns jetzt? Ah, das hier. Genau, und jetzt mache ich das Ding fertig. Oha, mich hat's zerdeppert. Dies ist ein Geisterriff, durch den sich der Geist nach seiner Gefangennahme neu manifestieren kann. Sie sind zu Beginn der Partie in Artefakte Scheiße. Ah, und den zerstöre ich jetzt. Okay, Abfahrt.
Oh, überhitzig. Just a bit longer. Back's cooking. I need to cool off. Easy. Und abkühlen. Alles gut. Wenn der Riff verschwunden ist, nimmt dir das etwas Zeit, um ein... Nimm dir etwas Zeit, um einige der Zivilisten in der Nähe zu beruhigen. Okay. Entspann dich. Hallo. Entspann dich bitte. Hallo. Between you and me, I'd barely call this a class one haunting. Thanks for getting up today. Ne? I'm gonna be fine. Top. Und wir haben hier auf X noch ein anderes Gerät? Nee. Wir haben noch die Geisterfalle. Achso, okay. Ich weiß nicht, ob man dann andere Features mit der Zeit bekommt. You're lucky. I usually don't get out of bed for anything less than a class 4 haunting. Okay, just relax. Oder ob die besser werden, die Sachen, kann ich hier runterspringen? Geil. Obwohl es nicht erforderlich ist, einen Zivilisten zu beruhigen, kannst du ihn unterstützen. Das finde ich sehr doof. Das war jetzt auch im Tutorial vorher. Hier werden wichtige Infos geteilt. It's just false evidence, pure and real. Und die sind nach zwei Sekunden einfach weg. Aber vielleicht kann man das im Nachhinein nochmal sich in Ruhe angucken. So. Genau, es sind doch Zivilisten dann immer da. Die kann natürlich der Geist auch immer in Panik versetzen. Es an der. Wenn du einen Geist gefunden hast, stellst du eine Falle auf. Okay, das weiß ich. Gut. Also, ich suche den Geist. Oh. Aha. In die Richtung. Hello? Da! Oben! Da ist er! Zugriff! Du Arschloch! Ghost! Ghost! Komm her! Kommst du! So, jetzt. Rechtsklick. Warte mal. Oh Gott. Here we go! Oh Gott. Okay, nee, das hat nicht geklappt. Oh, Junge, ich fackel hier alles ab. Du bleibst hier. Ja, aber das Ding ist, ich überhitze jetzt. Scheiße. Du bleibst jetzt mal hier. Das Ding ist, ich muss ja... Oh, ich sperre den hier ein. Falle öffnen. Rein da. Und rein. Ha! Das hat gerade so gepasst. Ich habe natürlich eben noch die Falle da platziert, war ja klar. Okay, heftig. Also mit Rechtsklick platziert man diese Falle auf dem Boden. Da geht dann so ein Lichtkegel draus hervor. Und da muss man dann mit diesem Protonenstrahl den Geist reinziehen. Und hier war gerade Windows Firewall. Ja. Den können wir jetzt auch online zocken. So. Okay. Leere deine Falle. Geh hinunter, bring deinen gefangenen Geist in die Verbannungseinheit. Das ist unser Chef, das ist der CEO. Okay, dann gehen wir jetzt mal runter. Alter, was? Das ist die Verbannungseinheit? Ich muss... Also, kleine Triggerwarnung. Ich habe Ghostbusters nie geguckt. Aber, also natürlich, so viele Szenen kenne ich. Also, man kennt es ja einfach, ne? Aber so richtig so konzentriert... Mal durchgesäbt, aber ja. Das nur vorab. Also, wenn ich hier irgendeinen Geist nicht richtig benennen kann oder irgendeine Gerätschaft nicht so kenne... Dann tut's mir nicht leid, aber kleine Vorwarnung. So, herzlichen Glückwunsch. Nachdem du nun das Geistjäger-Tutorial abgeschlossen hast, hast du vollen Zugang zur Feuerwache. Du kannst jetzt Freunde einladen und Aufträge annehmen. Du musst ein paar Aufträge als Geistjäger erledigen, bevor du als Geist spielen kannst. Viel Glück. Okay, fair enough. Ich habe ultra Bock, als Geist zu spielen. So, hier können wir Freunde einladen. Was können wir oben machen? Anscheinend sind die Charaktere ja jetzt hier. Genau, da ist der Eddie. Da würde ich gerne mal wissen, kriegen wir neue Features, wenn wir Level abkommen oder wie läuft das hier? Servus, Eddie. Ausrüstung personalisieren. Siste. Aha, Partikelwerfer, Proton-Pack, PKE-Meter und Geisterfalle. Okay, also wir haben schon alles, aber wir können die tatsächlich verbessern. Das ist ja sick. Krass. Okay. Interessant. Na gut. Dann machen wir jetzt Aufträge. Das finde ich auch geil. Die Feuerwache hier ist der Hammer. Dann machen wir jetzt Aufträge. Und Nebengeschäfte. Mach dir keine Mühe. Ich mach das selber. Befreie dich 5-mal, nachdem du vollgeschleimt wurdest. Und wöchentliche Herausforderungen.
Jägergrundlagen, befreie dich. Ach, die habe ich alle abgeschlossen oder wie? Nee. Okay. Okay. Das heißt, ich wähle die aus und dann gibt es richtig heftig EP. Und das ist ein Vertrag. Okay. Wirf deine Falle insgesamt 750 Meter weit? Was? Also, kann ich das hier machen? Nee. Hä, ihr habt das ja eben gesehen. Hä, wie soll man die so weit werfen? Krass. Ach, mit einem PKE-Puls kann man auch die Geister betäuben, okay. Werfergrundlagen, Zerstörung. Ja, machen wir erstmal das. Das klang gut. So. Dann rein. Schnelles Spiel. Auftrag auswählen. Ach, es geht auch PvE, richtig? Oder ist es eine Map-Auswahl? Muss man natürlich jetzt mit der Zeit herausfinden. Wir können aber auch einfach mal ein schnelles Spiel machen. Bevorzugtes Team Geisterjäger. Das kann ich jetzt nicht... Ich würde ja gerne wissen, wann zumindest ich als Geist spiele. Oder spielen kann. Na gut, ich mache einfach mal schnell Spiel und gebe mich dem hin. Easy. So. Ich fände es geil, wenn man so eine... Also ja gut, der Geist ist jetzt in der Verbannungseinheit, aber wenn man die irgendwie so ein bisschen sammeln könnte, wenn man die gefangen hat. Okay, aber es ist schon... Also ich muss sagen, es ist sehr cool designt so alles, ne? Geil, Abfahrt. Erstes Match. Ich werde wahrscheinlich richtig hart kassieren. Oh, Leute, geht direkt los? Ohne Wenn und Aber. So, Servus, Leute. Oh, shit. Das war unangenehm. Na gut. So, bleiben wir jetzt zusammen? Oder wie machen wir das, Leute? Oh. Leute, ich habe hier was. Na gut, ich komme mal mit. Oh, da ist der Geist. Zugriff. Another minion down. We keep the score on the way. Easy. Es ist ein Bot. LOL. Cool. Okay, das war ja easy. Aber sind das hier auch Bots? Nee, guck mal, das sind Xbox-Spieler. Roden an die. Okay. Ja, geil, die Map kenne ich sogar. Ich beruhige mal die Leute hier. Oh. Ah, oben. Ja, ja, ihr macht das. Die prügeln sich einfach übel. Geil. Hier, die beruhige ich mal. Servus. Oh. Kann ich den markieren? Hä, ist der jetzt einfach hier hoch? Ups. Ja, ich muss mal ein bisschen klarkommen. Auf der Nummer 2. Und... Ah. Ah, okay. So, ich bin da, Leute. Oh, die sind aber auch gnadenlos. Aber ihr wurdet vollgeschleimt, Leute. Na gut. Oh! Wir ehren! Geh da rein! So, das war's so, oder? Der war doch jetzt dreimal weg. Easy. Ghosts congealed? All in all, a solid day's work. Ja, easy. Ja, das war schon sehr easy. Ich habe tatsächlich gehört, die Info ist aber schon ein bisschen älter. Ne? Also, das Spiel ist jetzt so. Boah. 2 Wochen draußen? Ich weiß gar nicht so genau, aber ungefähr in dem Rahmen. Und zumindest am Anfang war wohl ein Problem. Oder ist noch, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Dass das Spiel ein bisschen imbalanced ist. Also, dass Geister tatsächlich ultra OP sind. Okay. Cool. Ja, geht automatisch weiter. Ich war so mega überrascht, es ist so Loading Screen. Und es geht instant los. Das war heftig. Okay. Hä? Hä, es geht direkt mit der Crew weiter, oder? Wer ist er denn, Alter? Krass.
Okay, ich sehe ja aus wie so ein richtig normal Dude. Stay focused and you'll be fine. Okay. Ist das jetzt... Ich würde da gerne mal gegen Geist spielen, aber vielleicht will ich das auch nicht. Oh, shit. Stay cool, okay? Oh, ich bin voll geschleimt. Wie befreie ich mich denn von Schleim? Jetzt komm hierher. Wo ist er? Wie befreie ich mich denn von Schleim? Hm. Ich weiß gar nicht. So, wo ist er? Oh, Hilfe. Er wurde vollgeschleimt. Ja, das ist... Ach, der ist wirklich jetzt so quasi am Boden. Du kommst jetzt hier rein. Hä? Mach die auf. Scheiße. Man muss die noch öffnen mit Rechtsklick. Du kommst her. Minus 50? Scheiße. Okay, der ist ein bisschen besser, oder? Aber hier mit dem Höhenunterschied ist ja auch immer fies. Runter. Was ist das denn? Pilz? Einfach Pilz sammeln. So, wo ist er? Hm? Da! Alte Bar. Also es ist krass zu koordinieren. Man muss ihn ja festhalten mit dem Strahl. Gleichzeitig die Falle platzieren und so. Das ist noch ein Pilz. This looks interesting. Okay, ich höre die auf jeden Fall ballern. Da oben. Nice work. But don't forget about the rifts. That's where the ghost manifests. Ja, dann teilen wir uns jetzt mal auf, wa? Oh, hallo. I usually don't get out of bed for anything less than a class 4. Was macht der Typ dahinter? So, so. Bitte schön. So gut, so gut. Hier liegt noch was. Thank you very much. Was bringt mir das, das zu sammeln? Hast du was entdeckt? Oh. Oben! Hat man versucht, das da oben durch die Wand zu treffen oder so? Hab ich ihn. Na komm her. Oh, er ist entwischt. Also, dass man hin muss. Wo aktiviere ich die? Falle aufnehmen? Hier, ich muss irgendwie mittig gucken. Also, ich kann nicht hier gucken. Falle aufnehmen. Ich muss aufs Kabel gucken. Dann rechtsklick. Das ist super irritierend. Aber gut. Gut. Oh. Oh. Hab ich ihn? Ja! Ich habe ihn alleine weggemacht. Ich bin ja so krass. Aber ich habe einen Sachschaden verursacht. Von 3200. Oh mein Gott! Mach eine Falle! Mach eine Falle! Get a grip next time, Orja! Jeez! Mach auf! Hä? Shoot it again! So, jetzt hab ich ihn. Oh nein, hier brennt jetzt alles. Scheiße. warten Sie doch kurz. Ich helfe Ihnen. Between you and me, I'd barely call this a class 1 haunting. Okay. Watch yourself! So, ein bisschen die Leute beruhigen ist ja wichtig. Ja, easy. Was ist das für ein Haufen Scheiße? Abfahrt. Haben wir's, oder? Oder? Nee, ach, jetzt haben wir alle drei zerstört. Ich kann ja nicht. Ach, ist eine Glasscheibe. Ich wollte zu dem Typen hin und den beruhigen. Oh, dahin ist er. Ich würde gerne wissen, wie ich den markiere. Vollgeschleimt. Eieieiei. Mach
Meine Falle, meine Falle. Ja, oh nein. So, wo ist er? Gut, wo ist er? Da? Oh! Ja, man hat nicht so eine Reichweite, ne? Jetzt ist er einfach hochgeflattert. Das ist schon assi. Sorry for the intrusion, folks. Weißt du, wo lang? Anscheinend nicht, oder? Doch. Geil, der kennt die Map. Oder sie. Ja. Schön markiert. Toll. Und runter. Wo ist er? Der hat hier alles vollgeschleimt. Das stimmt. So. Jetzt kommst du her. Jawohl. Fall ist ready. Was? Und rein da. Ja! Ey, Junge, der Bot macht uns hier auf 50%. Eieieiei. Ja, aber super gespielt. Super. Aber ich würde gerne Geist spielen. Ich habe Lust, die Leute zu nerven. Aber bisher... Also, ja gut, sind Bots, wer weiß. Die machen wahrscheinlich auch viel Scheiße. Aber, ne, da wird das Spiel dann für mich erst interessant. Was für Fähigkeiten haben die Bots? Die Geister... ETC, ETC. Junge, die sind Stufe 35? Der eine war Stufe 35 und spielt Botgame? Krass. Aber anscheinend, ja. Was krass ist, man hat keine Downtime, weil man nicht in die Lobby kommt und automatisch ins nächste Spiel geschickt wird. What say we really stick it to the living? What? E? R? Da kacke ich und geh? Okay. Also, da sind die Leute. Okay, ich kann links klicken. Beherrschen. Excuse me. Spuken. Kuh? Aha. Also ich muss die Sachen hier so bespuken. Hä? Was ist denn Rechtsklick? Hä, so bin ich nicht angreifbar? Mit Rechtsklick? Ich würde gerne ein bisschen... Ach, mit Schiff bin ich schneller! Oh mein Gott! Dann ist ja easy. Energie niedrig. Okay. Ich fliege einfach mal hoch. Ich glaube... Wo ist meine Energieanzeige? Unten links. I see. Okay, ich muss jetzt erstmal chillen. Also mit Linksklick mache ich Sachen. Nein! Okay. Ich muss erstmal... Also ihr seht die Fähigkeiten nicht. Das ist ein bisschen doof, you know? Aber ich mache das nach dem Match. Also ich habe da drei Fähigkeiten. So, was passiert denn, wenn ich den jetzt spuke? Geht dann Prozent hoch? Objekt mit Spuk. Okay, Objekt mit Spuk. Okay, ich glaube, das muss ich viel machen. I guess. Ah ja. Und was kann ich hier? Kann ich die angreifen? Ach, okay, wenn ich Linksklick mache, dann verfluche ich auch die Sachen. Okay, hier wird auf jeden Fall heftig weggespukt. Aha. Ach, guck mal, da ist einer. Aber ich verpiss mich. Okay, das kostet Energie. Ach so, das ist meine Sprintleistung quasi. Junge, die haben mich ja instant gecatcht. What?
weiß halt nicht mal, was meine Fähigkeiten machen. Das Spiel startet einfach. Okay. Ich mach das einfach mal. Das Ding ist, jetzt ist meine Energie erschöpft und ich bin so instant erledigt. Was ist er? Okay. Er hat mich betäubt. Der muss doch mal überhitzen. So. Oh. Geht's hier hoch? Nee. Ich weiß halt meine Fähigkeiten nicht. Ich würde gerne wissen, was meine Fähigkeiten sind. Also ich zeige euch das jetzt mal. Da sind Sachen. Ne? Und ich habe keine Ahnung, was sie machen. Oh, servus. Oh Gott, it's everywhere. Don't freak out. Backman sabotaged. Okay, jetzt habe ich hier einen am Sack. Kann das sein? Okay. Okay, der hat mich gestunt. Nein, 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 nein. Servus. Ich flieg mal weg, ja. Okay, ich habe kaum eine Energie. Ist cool. Oh Gott, jetzt schreien die gemeinsam. Echt, ja gut. Pulle, bitte, pulle. Also, ich habe gar keinen Plan, was abgeht. Ich finde es so witzig. Ihr müsst euch vorstellen, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, war 20 Minuten Tutorial, wo mir übel das Kotelett an die Backe gelabert wurde. Wie, was, wo und überhaupt. Alles aus Sicht eines Ghostbusters. Und dann starte ich schnelles Spiel und werde einfach in die Rolle eines Geistes gekickt, ohne dass mir irgendwas gesagt wird. Ohne dass ich eine Gelegenheit habe, mir zumindest die Perks durchzulesen. Ja. So. Aber immerhin kann ich jetzt anscheinend Geist spielen. Hey, da war es im zweiten Match vielleicht auch ein Spieler und kein Bot. Geh in den Buchladen und schau, was Ray für dich hat. Nein. Ich will keine Story, bitte. Ich will jetzt einfach... Ich kann nicht... Ich muss jetzt Story machen? Na gut. Dann gucken wir mal, was das ist. Also es gibt eine Story. Was kind of weird ist, weil es ist ja eigentlich so ein Lobby-Match-orientiertes Multiplayer-Game. Mit... Koop-Shooter-Zeug. You see before you, perhaps the most prodigious discovery known to the metaphysical science. Das ist dann auf jeden Fall ein interessanter Mix. Look familiar? It's the first, and I mean very first, edition of Tobin's Spirit Guide. The Holy Grail of Supernatural Encyclopedia. Ah, wird mir da jetzt quasi, steht da dann drin, welcher Geist was kann quasi? Ist das so... It's best you don't know. Ja, Wiki. I can't deny that my possession of such an extraordinary artifact does not. Das ist jetzt etwas, wo ich alles nachlesen kann, hoffentlich. It's no secret that Tobin is a hero of mine. Throughout Ghostbusters operations, the Spirit Guide has been our de facto resource. Even now, over 100 years since its first publication, it remains the most respected compendium in the paranormal investigative medium. No other researcher, metaphysician, or common raving supernatural obsessed maniac has gone to the lengths that Tobin did to chronicle that which is not of this world. Mm-hmm. Although some might say, given his sordid later life, perhaps he went too far. Like Tobin, I too fell down a rabbit hole at a young age,
This mildewed tome has been my elusive golden goose. Und das meinte ich, ne? Vice and obsession. Also so ging das die ersten 20 Minuten. Ist kein Witz. Winston's money. Also to some questionable individuals. Man kann auch das Tutorial überspringen. Von daher finde ich es nicht jetzt schlimm. Könnte man das jetzt nicht skippen und so, dann würde es mich krass nerven. Aber das ist, bin natürlich auch ich als Spieler mit meinen Präferenzen. Ich bin ja mega Gameplay-fokussiert. Mich interessieren nur die Mechanics. Und Spiele, die eine Story haben, finde ich oft nicht so, also es ist einfach nicht so meins. Wisst ihr. Never forget this moment, kid. It's a big one. Wie das so steht. Gut, geil. I hope this is what I think it is, you know. Hopefully. You there! Yes, you, ghosty. Tremble in trepidation, for before you I stand, the magnanimous purveyor of the paranormal. Was ist passiert? Leading scholar on the supernatural, once known in another dimension long ago, as John Horace Tobin. I have shed my Ist das jetzt so die Erklärung dafür, warum man auch Geist spielen kann? Spirit, as the gatekeeper between the world of the living and what lies beyond. Behold! Oh, bugger. Give us a sec. There we are. Das ist so ein Rift. Ne? Today is not your finest day. Das ist jetzt das geilste Tutorial, nachdem ich Geist gespielt habe. But it is your luckiest. Prithee. Whee. Look to me from here as your guide to what exists beyond existence. Fear not. Okay, okay, ja, ja, sag mir einfach, wie die Spells gehen. Die Geisterwelt. Willkommen in der Geisterwelt und in deiner neuen ektoplasmischen Form. Dieser Geist heißt Winky und ist vom Typ Ektoplast. Gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Geister, ist klar. Er ist der perfekte Geist für dich, um die Grundlagen des Spuks zu erlernen. Bevor wir mit deinem ersten Spukeinsatz beginnen, schwebe durch die Geisterwelt, um die Grundlagen der Geisterbewegung... Ja, First you need find your footing. A figure of speech, of course, because as you probably noticed, you haven't got any feet. Get a feel for floating. Well done, ghosty. Say, easy. Are you a quick learner? Ich bin geflogen. Ich musste eben gerade gegen vier Geisterjäger kämpfen. Du tust, als ob du mir jetzt alles von null auf erklärst. Geh spuken. That is a rift. Ja, ja. Enter, you'll be transported to your very first. Das ist jetzt quasi alles von der anderen Seite. Okay, das ist witzig. Also man kriegt voll die Story aus der Sicht eines Ghostbusters und jetzt parallel aus der Sicht eines Geistes. Und es gibt PvE-Matches zum Warmwerden. Finde ich mega gut. A job's a job and yours is to terrorize and torment. So, ja. Get in and let's get Willkommen zu deinem ersten Spieleinsatz. Der Geist hat einen ganz anderen Spielstil als der Geistjäger. Lass dich von Tobin durch einige geisthafte Grundlagen führen. Als Geist ist dein Ziel, das Gebäude vollständig von Spuk zu befallen, ohne gefangen zu werden. Dein Geist ist endgültig gefangen, wenn du gefangen wirst und du keine Geisterriffs mehr hast. Genau, das sind ja diese Artefakte und ich kann dreimal gecatcht werden und bla. Ja. Geisterfähigkeiten testen. Probieren wir alle Fähigkeiten von Winky aus. Einige dieser Fähigkeiten sind standardmäßig bei allen Geistertypen vorhanden, während andere nur bei bestimmten Typen und Varianten vorhanden sind. Cool. A bevy of charms and abilities reside at your disposal, with which you may scare and wreak havoc. Conserve if you can, ghosty, for your psychokinetic energy is a precious commodity. You must cool down periodically, or your powers will not work, including your ectovision. Hier sind drei Sachen gleichzeitig, die ich mir durchlesen muss. Wenn ich Objekte beherrsche, geht die Leiste wieder schneller hoch. Keep one eye on your meter and you won't get caught on a full moon with your knickers down. Oh, savvy. Jetzt wackelt er. Verstanden. Tippe auf R, um Winkys einzigartige Fähigkeit Schleimpfütze einzusetzen.
Benutze E zum Rufen deiner Diener. Mit diesen Helfern kannst du Zivilisten erschrecken und Jäger vollschlagen. Aha. Ich würde mir es gern durchlesen, auch ordentlich. Also, mit Leertaste steige ich, kann runtergucken, okay. So, und wenn ich jetzt hier Linksklick mache, kann ich gar nicht. Spuken. Cool. Und das verbraucht Fähigkeit. So, und wenn ich jetzt in was reingehe, lädt es schneller auf. I see. Okay. Dann beschwöre ich mal meine Helfer. Viel Spaß, Jungs und Mädels. Spuk mal. Hallo. Spuk doch. Tippe auf G, um deine ultimative Fähigkeit zu aktivieren. Die Abklingzeit ist lang, aber stark genug, um dich aus schwierigen Situationen zu befreien. Ah, das ist ein Escape. Wo war's denn hier? What is this? Und was ist Rechtsklick? Was ist Rechtsklick? Bin ich dann nicht angreifbar? Never underestimate the rewards of cowardice. Behold! All around you is a world of possessibility. Use every object you can to duck, dodge, and wait for the perfect opportunity to spring your spectral trap. Okay, so kann ich mich auch verstecken. If one of those egregious ghost hunters is nearby, so ein bisschen, possess an object to hide. Wie heißt das nochmal? While your energy recharges inside a possessable object, be wary. Your recharge rate will suffer. Ach, und das Spuken ist dann nur dafür da, zu faken, ob ich da drin bin. Und wahrscheinlich den Gebäudespuk auch erhöhen. Das heißt, ne, ich kann... Ja, ein bisschen bewegt sich dann, oder? Nee. Okay. Also das ist so ein bisschen hier Dingshand. Wie heißt das? Wie heißt der, das Genre oder der Spielmodus von ganz vielen Spielen, so Garry's Mod und so? Prop Hunt. Okay. Ja, dann drücke ich mal F. Das soll ich jetzt machen. Okay, und ich soll 5 beherrschen. X ist raus. Okay, und mit Schiff fliege ich schneller. Aber dafür brauche ich halt auch richtig hart Energie. Oh, mit dem bin ich ja schnell. Krass. Also schneller als mit dem. One of the more invigorating features in your cabinet of curiosities is the ability to phase. You'll be flying at high speeds from one end of the map to the other before you can say Jack Robinson. Who I met, by the way. Bit of a blown out bolt. I'm a Schiff. Respawning from rifts is key, so pay attention. If a ruddy Ghostbuster gets you by the gills while a rift is active, you will respawn at the rift. Rift extra However, hier. Ich kann this ihn mitnehmen. Destroys the damn thing from further use. There are three rifts available to you hidden inside our Das sind die Artefakte. So die, wo ich wiederbelebt werde. Aber ich kann die nehmen und neu platzieren. Zum Beispiel den Eimer. Try individually haunting different rooms to increase your power, allowing for faster energy regeneration. Das ist leider alles sehr viel und sehr schnell. Easily scared in these predicaments, and if you see a floating brolly. Wie soll ich mir das so schnell durchlesen? Beachte, dass die Spukrate im Raum zunimmt, wenn du in Objekten im Raum spukst. Ah, oben links, okay. Sobald ein Raum vollständig von Spuk... Wie soll das denn gehen? Also, okay, ich muss Raum für Raum abarbeiten quasi. Das heißt, wir sind jetzt hier Okkultismus-Ausstellung. La la la. Passieren jetzt Sachen? Nee? Verlassen? Spuken? Aber wenn ich jetzt links klicke auf so ein Ding, kann ich die kaputt machen. Okay, dann beschwöre ich jetzt hier mal meine Helferlein. Spuken die für mich, also machen die für mich auch Kram? Aber guck mal, da oben links passiert jetzt gar nichts. All right, enough preamble. Let's get to the good stuff. Horrification. As an otherworldly, albeit temporary spirit, you are denied so many earthly pleasures. Therefore, we must fill the void with other exquisite delights. That's right. Scaring the pants off anything that moves. Try it and let me know how it goes. Ah, guck mal, jetzt ist da oben links so ein Pfeil.
zwei Pfeile, als ob das jetzt schnell vorangeht, you know. Alter, das Ding ist, da steht ja 0%. Aber da steht jetzt Gebäudespuk insgesamt. Ist krass. Hehe. Das check ich nicht. Ich dachte, oben mittig ist der Gesamt, die Gesamtleiste der ganzen Map. Und da stand aber eben, mir wurde auch erklärt, sehr kurz, bevor es weggeploppt ist, dass ich mich von Raum zu Raum arbeiten muss. Und wenn ich einen Raum voll unter Kontrolle habe, dass das gut für mich ist. Aber weiter konnte ich leider nicht lesen, weil es dann weg war. Was super schade ist. Kann ich das irgendwie nochmal nachlesen irgendwo? Das ist doch scheiße. Also ich würde einfach das gerne in Ruhe mir durchlesen können. Ich verstehe auch immer nicht, was das Problem dabei ist. Das machen so viele Spiele nicht. Die überladen einen einfach mit Eindrücken und sind zu ausfallend. So, wisst ihr, was ich meine? Der Typ labert mich zu, oben rechts steht, was ich machen soll. Oben links ploppen übel schnell Sachen auf mit weiteren Infos. Ägyptenausstellung, 0%. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich ausprobieren. Stufe 3? Oh. Die hat keinen Bock mehr. Warum ist es bei 0%? Oben links. Ich spuck hier mega rum. So, dann erschrecke ich mal hier so ein... So, Leute. So, schnappt sie. Zugriff. Jawohl. Und angespukt. So, und er ist so eine Schleimpfütze. Oha. Okay, die haut rein. Okay. Hier ist jetzt auch richtig Schleim auf dem Boden überall. I see. Oh, da stand gerade was in der Mitte. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Und mir wurde auch noch gar nicht erklärt, was Rechtsklick macht, ne? Also das hier. Na gut, aber... Also vieles verstehe ich auch schon. Ach, warte mal. Guck mal. Hier sind jetzt so Anzeigen. Auf Rechtsklick... Kann ich... Ah, kann ich entdecken, wo ein Rift ist? Mit Q? Kann ich... Winken? Mit Linksklick? Kann ich Leute erschrecken? Und mit Shift bin ich schneller. Okay. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal zum Zivilisten. Warte mal, mit Rechtsklick konnte ich sehen, wo ein Rift ist, ne? Okay. Hallo? Aber die Kleinen machen irgendwie gar nichts, oder? Sind die nur gegen andere Spieler? Ja doch, der verfolgt den. Mir wurde irgendwie auch noch nicht gesagt. Also, wahrscheinlich schon. Aber ich konnte es nicht... Also, mir wurde wahrscheinlich alles gesagt, aber ich konnte es nicht so schnell lesen. Das fuckt mich ab. Also, zum Beispiel, was bringt es jetzt genau hier, Spuken zu machen? Klar, der Gebäudespuk geht overall hoch. Hä, wo ist sie hin? Warte. Nee, du bleibst jetzt schön hier. Hallo? Die rennen ja auch richtig weg. Perfekt. The best defense is a strong offense. Or is it the other way around? Either way, these next two tricks will be sure to send more than a shock up the trousers of those banal busters. You see the silly satchels they carry upon their backs? Why don't you try sneaking up behind them? A well-timed ectoplasmic burst will sabotage their... Diese Tipps links sind doch ein Joke. Wie soll man das so schnell lesen? Und man kann die ja nicht nochmal aufrufen. Heck sabotieren. Quarrel. Face to face. Right as you and I love ectoplasm and everything to do with it, the living can't stand it. Literally. Cover them with enough and they won't be able to stand at all.
Greife den Jäger so lange an, bis er zu Boden geschleimt ist. Okay, mit R. Da kacke ich auf den Boden. Linksklick. Vollgeschleimt. Okay. Oh no! Okay. You've become ensnared by the power of the dreaded electric lasso. F-Spend. Then you must fight your way out. Use your ability und ich muss aber auch weggehen. But I counsel you to flee. Beware their tethers. If God forbid you are pulled into the fire, it's cursed for you. Okay. Und dann habe ich mir letzte Chance, neige den Geist, um den Schwachpunkt der Falle zu finden. Digga, er kann doch nicht labern, was komplett anderes, als das, was da steht! Während du in der Falle hineingezogen wirst, hast du eine kurze letzte Chance zu entkommen. Neige den Geist, um den Schwachpunkt der Falle zu finden, während du W drückst. Das muss ja spammen, nicht gedrückt halten, oder? Das war zu schnell. Should you, despite all maneuverings, be seized in the final fatal capture, find your way back to me, so that I might imbue you with the power to haunt once more. Gut. Also, ich habe alles gelernt, aber auch nichts. Und that's sad. Literally wäre es besser, könnte ich mir einfach die Dinge durchlesen. Das hat mir jetzt wenig gebracht. Ich habe jetzt verstanden, wie ich durch Rifts kann. Still with us? You look like you saw a ghost. I know it's the job, but still, you look scorched. Call me delusional, but I wager there's more to this book than meets the eye. But don't worry. You and I are gonna figure it out. Anyway, we best head back to the firehouse. Ich will das so gerne alles nochmal nachlesen. Herzlichen Glückwunsch. Super, du hast ja Tutorials, ja. In der Geisterwelt kannst du deine Geister freischalten und anpassen. Mit Tobin sprechen und Wettkämpfe bestreiten. Genau wie am Auftragstisch. Gut, dann Abfahrt. Geisterwelt betreten. Da habe ich Bock drauf. So. Geist auswählen. Nee, warte mal. Zurück zum Buchladen? Nein. So spielst du als Geist. God bless. Okay. Okay, das sind die unterschiedlichen Viecher. Spuken. Wenn du als Geist nicht mit anderen Spielern verbunden bist und dich im Geist-Hub befindest, kannst du den Party suchen. Hä? Die sagen mir, wie ich spiele. Ich dachte, hier geht's um Spuken. Also wie ich eine Lobby finde. Hauptziele. Erstens, Spuke an einem Ort. Als Geist hat der Spuk an deinem aktuellen Aufenthaltsort oberste Priorität. Suche Räume heim und erschrecke diese entsetzlichen Zivilisten. So wächst dein Einfluss und deine Anwesenheit wird langsam für Spuk am gesamten Ort sorgen. Du kannst jedoch einiges unternehmen, um den Vorgang zu beschleunigen. Gelingt es dir, diesen unausstehlichen Jägern lang genug zu entgehen, spukst du im gesamten Gebäude. Da musst du nur noch einen letzten Countdown überstehen und der Sieg ist dir sicher. Okay, also ich soll an einem Ort spuken. Ort ist hier jetzt nicht genauer, also da steht Suche Räume, Plural, heim. Okay. Zweitens, verjage die Zivilisten. Durch das Erschrecken von Zivilisten verbreitest du deinen Spuk schneller. Finde diese armseligen Sterblichen, wiege sie in Sicherheit und versetze sie in Angst und Schrecken. Vergiss nicht, deine Fähigkeiten und Diener zu nutzen, sogar ihre schwachen Körper zu durchdringen, um den Spuk. Ja. Okay. Was noch? Ach ja, der Spuk in Räumen. An jedem Ort gibt es eine Menge Räume. Und als Geisterchen ist es deine Pflicht, so viele wie möglich heimzusuchen, um am gesamten Ort zu spuken. Check, das habe ich verstanden. Du musst dich nur in einem Raum befinden
Du musst dich nur in einem Raum befinden, um ihn heimzusuchen. Allerdings kannst du die Spukrate erhöhen, wenn du in Objekten spukst. Also ich muss da rein. Okay. Vollgeschleimte Jäger. Achso, das ist eine Aufzählung. Wenn du in Objekten spukst, vollgeschleimte Jäger, erschreckte Zivilisten, sowie freigelegte und explodierende Riffs im Raum, erhöhen die Spukrate übrigens auch. Sobald die Spukrate eines Raumes das Maximum erreicht hat, erhöht sich die Gesamtspukrate entsprechend der Größe und der Schwierigkeit des jeweiligen Raums. Kann es sein, dass eben dann die Anzeige oben links einfach verbuggt war? Weil die Gesamtspukrate ging ja hoch, aber die vom Raum gar nicht. Null, das war ja die ganze Zeit bei 0%. Okay. Also wenn das einfach nur das Problem war, habe ich eigentlich alles verstanden. Wäre schon von Objekt. Okay. 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 Dann hier, das war glaube ich dieses Winke-Winke. Mit der Fähigkeit kannst du Zivilisten heranlocken. Ah. Und dann kann ich links klicken. Okay. Hier werden mir die ganzen Fähigkeiten übrigens gerade aus einem Objekt heraus erklärt. Okay. Aha. Jäger vollschleimen. Okay, jedes Mal, wenn ich einen Jäger mit einer... Jedes Mal, wenn ich ihn erschrecke oder mit einer Fähigkeit treffe oder durchdringe, also durchfliege, dann hinterlasse ich Schleim. Und wenn die genug Schleim abbekommen haben, sind die kampfunfähig. Okay. Ich glaube, dann habe ich alles verstanden. Dann gucke ich mir nochmal die anderen Geister an. Oh, okay. Stufe 20. Stufe 30. Mashallah. Stufe 40. Alter. Und Stufe 50. Okay. Und ich gehe davon aus, dass da noch mehr kommen. Also das Spiel bietet es ja mega an. Okay. Was haben die so für Vor- und Nachteile? Kürzere Abklingzeit nach Erschrecken, erhöhte Distanz beim Beherrschen von Objekten und beim Wechsel, erhöhte Angriffsschaden bei Zivilisten, die beruhigt werden. Ah. Okay. Ah. Oh. Den kennen wir ja. Also ich... Kann sein, dass man die auch kennt. Okay. Oh, Fähigkeiten. Ja, oh, genau das einfach nur. Das andere brauchte ich alles nicht. Nur das. So, Schleimnado. Okay. Kann ich das bitte manuell machen? Danke. So, er entfesselt einen chaotischen Tornado aus Schleim in alle Richtungen. Nichts in der Umgebung wird von diesem schleimigen Sturm verschont. Aufmerksame Gespenster werden darüber hinaus bemerken, dass dabei auch noch konzentriertere Schleimgeschosse freigesetzt werden, die jeden, der von ihnen getroffen wird, überwältigen und vollschleimen. Okay. Schleimpfütze. Ja. Ah, okay. Also die bleibt da liegen. Und da dürfen die nicht reingehen, weil die haben Schleim... generieren. Jede arme Seele, die in die Pfütze gerät, wird nicht nur mehr und mehr von ekelhaften Schleim bedeckt, sondern auch noch verlangsamt. Okay. Diener. Beschwört einen Schwarm bösartiger, aggressiver Diener. Diese Diener machen für kurze Zeit ein Gebiet unsicher und greifen jeden an, der ihnen in die Quere kommt. Okay. Gut. Ich würde jetzt mal eine Partie versuchen mit den neuen Infos. Ja. Hier. Spuk. Vielleicht erstmal PvE? Ja. Ich mache erstmal PvE, um jetzt alles anzuwenden.
weil das mit der Raumprozentanzahl, das hat mich jetzt ein bisschen fuchsig gemacht. Ne? Lol, das bin einfach ich. Wait. Aber ich spiele jetzt nicht als Ghostbuster, oder? Das wäre so witzig. Hä, da steht E-Sport Hammer. Remember, you're a Ghostbuster now. Give him hell. Hä? Ich glaube, in beiden Welten hat man die Möglichkeit, als beides anzumelden. Und ich habe gerade in der Geisterwelt aus Versehen als Ghostbuster angemeldet. Das heißt, man kann gar nicht Aufträge machen. Ach doch, warte mal. Und dann oben X, Geist. I see. Okay, alles cool. Ich war so verwirrt. Super. Jetzt spielen wir das Museum hier. Das kennen wir schon, das ist gut. Gibt ja vier. Wir haben gesehen, gab noch viel mehr Maps. Okay. Toll. Ich halte mich in einem Raum auf und Spuk geht los. 2%, Tatsache. Super. Kann ich irgendwo rein? Oh lol, hier ist so ein Ding. Hier ist so ein, ne? Okay, das ist jetzt die Dinosaurier-Ausstellung. Gut. Dann wird hier jetzt richtig heftig rumgespukt. Es passiert genau das, was ich dachte. Nur eben im Tutorial hat es einfach gebuggt. Entdeckt, scheiße. Sind das Spieler? Hier rein? Klappt das jetzt? Moin. Oh, hinter mir ist jemand. Kacke ich doch hier mal hin. Oh, das Problem ist, ich habe keine Energie. Okay, ich tanke auf. Ja, wäre das ein Spieler, wüsste er, ich hocke jetzt drin und... I see. Okay. Das macht schon Bock. Also, ist schon cool. So, spuken. Spucken. Oh. Die haben mich entdeckt, die Schweine. Dann würde ich sagen. Angriff. Jungs, schnappt sie euch. Ich weiß halt leider immer noch nicht, was Rechtsklick macht, ne? Oh, Rift angegriffen? Wait. Nein. Ha, vollgeschleimt. Und sein scheiß Pack da. Aufladen. Oh mein Gott, da waren ja alle. Die sind alle vollgeschleimt. Wissen die, wo ich bin? Er hat die Falle aktiviert. Scheiß Bots. Okay, ich glaube gegen Spieler schon. Haben die mich entdeckt? Nö. Also es wäre ja gut, wenn ich die Dinosaurier-Ausstellung erstmal richtig wegspuke, oder? Rift wird angegriffen. Das ist nicht gut. Scheiße, ist ultra weit weg. Warte mal, Rechtsklick. Okay. Naja, dann... Dann die Okkultismus-Ausstellung. Die wird jetzt erstmal richtig heimgesucht, oder? Kann ich da... Nee, scheiße. Also die greifen den an, okay. Und oben sehe ich auch die Leisten, wie viel der noch hat und so. Okay. Dann gehe ich da doch mal hin. Ah, die finishen den. Only two rifts remain, Ghosty. Look sharp. Huh.
kommen die hier ran an mich? Easy. Also, dass man fliegen kann, macht schon sehr interessant. Geil, den haben wir. Und die auch. Ozean sieht gut aus. Ozean sieht gut aus. Ozean, machen wir einfach mal weiter. So, so, entdeckt, was? Damit komme ich nicht durch, oder? Also die Bots sind schon sehr dumm, aber, ja. Winke, winke. Ja, komm her. Komm her. Nee. Ja, jetzt habe ich ihn. Okay, es dauert aber echt, ne? Okay. Dann gehen wir hier mal rein. Ja, Okkultismus-Ausstellung geht halt auch ab, ne? Ist halt schön klein. Zivilist wurde erfolgreich verjagt. So. Okay, ich versuche mich jetzt einfach mal hier aufzuhalten. Aber das Ding ist, wenn die halt meinen Rift hier angreifen, irgendwo anders, dann muss ich ja theoretisch dahin. Weg. So. Aber ich würde da gern wieder hin. Macht jemand das? Ja, können die mich hier oben überhaupt anhalten? Yes. Lol, ich kann einfach hier oben chillen. Wie aggressiv kann ich denn spielen? Oh, lol. Oh, meine Fähigkeiten sind gleich wieder ab. Die kommen ja hier gar nicht hoch, ne? Bin ich so unsichtbar? So close, Ghosty. Can you taste it? Also die Okkultismus-Ausstellung hätte ich schon gerne mal am Start, ne? So, wir greifen an, Leute. Gleich hier einmal einen fetten G rein. Wisst ihr, was ich meine? Was ist das denn passiert? Okkultismus, Ausstellung, fast voll. Okay, ja, das muss ich immer ordentlich spammen. Ja, und hier kann ich jetzt einfach wieder rein. Guck mal, die sind übel dumm. Da sind die. Ja, guck mal, wie es hier schon aussieht. Geil. Den Raum haben wir. Oh. Ich habe hier eben noch hingekackt. Der ist vollgeschleimt. Die sind alle vollgeschleimt. Hoppala. Okay, der Raum ist auf jeden Fall soweit durch. Jetzt kann ich hier noch weiter stufen. Ja, wobei die Ägypten-Ausstellung Ozean könnte ich noch machen. Oben war der Ozean, oder? Ne, da hinten war Ozean. Abfahrt. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sowas, wenn man da gut drin wird, dann gerade auch gegen Spielende. Das ist schon geil. Ich kann jetzt einfach hochfliegen, ne? Das ist halt auch schon ganz schön assi. Also man kann hier echt gut abschütteln. So, Ozean nochmal hier ein bisschen asozial sein. So, jetzt können wir... Muss ich meine Maus... The final rift has been destroyed. Wir haben keine Rifts mehr? Well, you're in for it now. Okay, aber ich muss jetzt überleben. Okay.
Die sind alle in der Pfütze komplett eingeschleimt. Oh. Hä? Ist gerade ein bisschen gedieselt, oder? So, jetzt hau ich einfach ab. Ja, easy. Ja, das geht doch ab. Ist alles vollgeschleimt. Servus. Ciao. Aber das bringt mir jetzt gar nichts mehr, wenn ich das am Schluss mache, oder? Hallo. Ah doch, der Kleine hat gerade auch erschreckt. Ja, geil. Stufe 5, okay. Geil. Als Movement ist auch smooth. Also es macht schon Bock, als Geist zu spielen. Das Gameplay ist da sehr geil. Nur, also die Art und Weise, wie in dem Game die Dinge beigebracht werden, sind schon ein bisschen... Also, dass dann im Tutorial der Kram verbuggt ist. Kannst du nicht ausdenken. Das hat mir ja so auf die Palme gebracht. Ich habe mir das in 30 Sekunden schneller durchgelesen und zwar weniger tiltend als das Tutorial. Naja. So, jetzt Auftrag verlassen, oder? Und levelt man als Geist und als Ghostbuster separat? Oder hat man eine Spielerstufe? Ich glaube, man hat eine Spielerstufe. Okay. Ja, Leute. Also, ne? Ich glaube, das Game ist schon... Also, Gameplay-mäßig. Wie gesagt, mir hat das gerade sehr viel Bock gemacht als Geist. Geht halt wirklich in so eine DBD-Richtung. Finde ich aber auch absolut geeignet für das Setting so, oder für das Thema Ghostbusters. Tutorial... Man wird schon sehr an die Hand genommen, aber dann auch irgendwie wieder so gar nicht. Also, die labern einen übel zu, habe ich jetzt schon genug gesagt. Und dann wird man aber überschwemmt mit Infos auf der anderen Seite. Sammlung an Sporen, Schimmelpilzen. Ach so. Aha. Na gut, also es gibt hier viel zu erledigen auch, muss man auch sagen. Wie gesagt, falls ihr... das euch alles ersparen wollt, könnt ihr immer das Tutorial überspringen. Und dann könnt ihr direkt ins Match, Digga, und Spaß haben. So wie ich gerade. Das dazu. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Habt noch einen schönen Abend oder schönen Tag, wie auch immer. Und wir sehen uns. Tschüssi.